Hallo, mein Name ist Stefanie Schwarz. Ich bin die Sachgebietsleiterin der Unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt Ansbach. Meine Aufgaben in der Unteren Naturschutzbehörde sind die Koordination unseres Teams, die Organisation der Aufgaben der Unteren Naturschutzbehörde und im Speziellen bin ich für das Vertragsnaturschutzprogramm zuständig, für Ersatzgeldprojekte und für ein Bundesförderprojekt. Wir befinden uns hier auf einer Weidefläche der Kirnberger Hut im Landkreis Ansbach. Das ist eine Hutungsfläche, die von einem Wanderschäfer beweidet wird. Der zieht mit etwa 600 Schafen durch den nördlichen Landkreis Ansbach. Die Flächen sind sehr kleinteilig. Man sieht angrenzend schon die Ackerflächen. Man sieht Gehölze und im Hintergrund auch die Wacholdersträucher. Und auf diesen kleinräumigen Flächen gibt es sehr viel Lebensraum für verschiedenste Tier- und Pflanzenarten. Meine Motivation, im Naturschutz zu arbeiten, ist es, den Menschen hier vor Ort die Natur näher zu bringen, die Artenvielfalt vor der Haustüre zu zeigen und mit den Menschen gemeinsam Lösungen zu finden, wie wir diese wunderbare Natur erhalten können. Als besondere Herausforderung in der Naturschutzbehörde sehe ich den Verwaltungsaufwand. Aber wir versuchen da gemeinsam mit den Bürgern und den Antragstellern im Gespräch gute Lösungen zu finden. Und besonders wichtig finde ich dabei die Beratungsgespräche im Vertragsnaturschutzprogramm, wo wir zusammen mit den Antragstellern die Flächen durchgehen und gucken, welche Maßnahmen auf die Flächen passen. Und wie der Landwirt seinen Antrag am besten stellen kann, damit sowohl für den Naturschutz was Gutes rauskommt, aber für den Landwirt das auch wirtschaftlich ist. Mein Naturtalent ist es, Netzwerke aufzubauen, zum einen im ökologischen Sinn, zum anderen Kontakte zwischen Menschen mit unterschiedlichen Interessen zu knüpfen.